Freie Fahrt auf der L60, die Straße zwischen Lauchhammer Ost und Lichterfeld, ist seit dem 11.11. wieder offen. Damit endeten umfangreiche Sanierungsarbeiten auf einem über 3 Kilometer langen Abschnitt. Unter anderem erhielt die Trasse im Untergrund Sicherungspolster. Laut LMBV erfolgten die Arbeiten schneller als geplant. Deshalb stand der symbolischen Freigabe nichts im Wege. Liebe Zuschauer, es ist kein Karnevalsstreich, die L60 ist wieder offen. Was bedeutet das denn für die Stadt Lauchhammer? Zunächst einmal ist das wirklich ein schönes Ereignis, was man losgekoppelt sehen kann vom 11.11., weil es ist eine wichtige Infrastruktur, die wir hier in der Stadt schmerzlich vermisst haben. Über viele Jahre war ja die L60 eine Baustelle der LMBV. Und wir sind sehr glücklich darüber, dass diese letzte Abschnittsgeschichte hier zwischen Kostebau und Kleinleipisch, dieser letzte Abschnitt der L60, doch sehr zügig realisiert werden konnte und einen neuen hervorragenden Straßenzustand bekommen hat. Das ist uns deswegen sehr wichtig, weil wir nicht nur die Ortsteilverbindung zwischen den Ortsteilen Kostebau, Grünewalde und Kleinleipisch hier für sehr wichtig erachten, sondern auch der überregionale Verkehr hat schon einen Blick auf diese Straßenverbindung immer gehabt und wird sie auch zukünftig haben. Da sind die Pendlerströme, die hier in die Stadt ein- und ausfahren, aber auch in die Umgebung, in das Umfeld, sind schon sehr wichtige Komponenten. Und deswegen ist es sehr erfreulich, dass wir vorzeitig diese Straße, aus meiner Sicht zumindest vorzeitig, das ist ja nicht immer so, dass es so funktioniert, heute der Öffentlichkeit wieder übergeben konnten. Es ist ja nicht nur für die Lauchhammeraner eine ganz wichtige Straße, sondern es ist ja wirklich, wie der Landrat das vorhin schon gesagt hat, der Highway ins Elbe-Elster-Gebiet. Was versprechen Sie sich denn jetzt davon, dass die Straße jetzt auch für die, sag ich mal, Elbe-Elster-Bewohner wieder freigegeben ist? Ja, es ist natürlich die Infrastrukturverbesserung damit eindeutig verbunden. Ich hatte es gerade gesagt, das betrifft Pendlerströme für den Berufsverkehr sozusagen, aber auch unter dem Blickwinkel Tourismus, Freizeit, Verbindung, Seenland zum Elbe-Elster-Kreis, zur F60. Diese Besucherströme, diese Verkehrsströme, die damit einhergehen, sind von dieser Straße abhängig gewesen und werden es auch immer sein. Und insofern passt es sehr gut zusammen, dass das Gesamtgefüge hier im Landkreis verbindend in Richtung Elbe-Elster-Landkreis wieder einen hervorragenden Zustand hat. Ja, na dann wünschen wir uns allen gute Fahrt. Vielen Dank.